Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Heute geht es um das Thema Pellet Smoker. Viel Spaß dabei. Die Geschichte des Pellet Smokers ist eine Geschichte von Märchen und Missverständnissen. Und darum soll es heute gehen, und zwar so eine kleine Bedienungsanleitung für Pellet Smoker. Weil jeder, der so ein bisschen grillen kann und so Dinge hat, fängt erstmal an und hat erstmal riesen Fragezeichen über dem Kopf, wie funktioniert das. Also grundsätzlich Pellet Smoker total easy. Wir haben hier eine Kammer mit Pellets drin. Da unten drunter sitzt ein Brenner, der macht ein Feuerchen. Die Hitze von dem Feuerchen geht hier rein, verteilt sich hier, kommt hier oben wieder raus. Und da drin ist unser Gargut. Und da haben wir gleich das erste Thema, was uns immer betrifft, und zwar die Hitze. Viele sind von Water-Smokern oder von Stick-Burnern, also großen Fass- und Lok-Smokern, gewisse Temperaturen gewöhnt. Und ich kann euch jetzt nicht wissenschaftlich erklären, aber meine Erfahrung, und ein paar Sachen habe ich auf diesen Geräten schon gegrillt, kann ich euch sagen, dass egal welches Grillgerät von welchem Hersteller ihr benutzt, dass ihr mit Sicherheit immer 20 Grad mehr einstellen müsst, als ihr das auf einem Water-Smoker oder auf einem normalen Stick-Burner gewöhnt seid. Warum? Ich habe keine Ahnung, ich vermute, dass die Luft da drin trockener ist, weil sie schneller durchströmt, weil es unten angepustet wird und dadurch nicht so viel Energie abgeben kann. Das ist jetzt aber eine absolut populärwissenschaftliche Meinung, die ich nicht belegen kann, sondern nur so grob vermute. Also, erster Tipp, wirklich 20 Grad mehr. Und bei 20 Grad mehr sind wir schon beim Starten. Und wenn man die Dinger startet, ist der erste Tipp, den ich euch geben kann, macht den Deckel auf. Weil wenn ihr den Deckel offen habt und ihr startet die, ist der große Vorteil, dass die viel schneller anfangen zu brennen. Und du siehst erst so eine Rauchwolke, und erst wenn die Rauchwolke weg ist, hast du eine saubere Verbrennung und dann kannst du den Deckel schließen. Sonst qualmen die Dinger ewig vor sich hin. Und beim vor sich hin qualmen hast du wieder ein Problem, weil viele Menschen gehen davon aus, ein Smoker macht zu viel Qualm. Ein Pelletsmoker ist entspannter, den kann ich jetzt in meiner Reihenhaussiedlung irgendwo beim Nachbarn an den Zaun stellen und sagen, das kannst du theoretisch machen, aber du solltest wissen, und der Nachbar auch, dass sie beim Starten trotzdem Qualm erzeugen. Und Nachbar-Reihenhaussiedlung ist schon das nächste Thema, ist das Thema Geräuschentwicklung. Und Thema Geräuschentwicklung ist, je nachdem wie groß dein Garten ist. Also wenn du jetzt so ein bisschen mehr Platz hast wie ich, dann ist die Geräuschentwicklung, ja, dann stellst du den ans andere Ende der Welt und der geht dir nicht groß auf den Geist. Wenn du aber diese berühmte Reihenhaussiedlung hast, mit Nachbarn rechts und links, die dir irgendwie notfalls auf den Puffer gehen, dann, sag ich mal, ist so ein Bräuchengerät zum Beispiel eins, was sehr, sehr leise ist. Also da ruhig im Grillfachhandel mal informieren, welches Gerät zu dir passt. Wie gesagt, bei Lautstärke finde ich, subjektiv, hat Bräuching aktuell die leisesten Geräte. Und so aus dem Bauchhaus, je weiter die Preisklasse nach unten geht, umso lauter werden die. Und das geht mit uns, obwohl ich habe schon sehr, sehr laute gehabt, aber die Marke gibt es nicht mehr am Markt. Ich habe die ganz früher mal welche, die haben sich angehört wie ein Föhn, da bist du wirklich weich geworden von. Also von daher, wenn du im Laden bist, schalt ihn immer an, gucke, ob du mit der Geräuschkulisse leben kannst, oder guck dir ein paar YouTube-Videos an, dass du so ein bisschen so einen Eindruck von den Geräuschen, von den Dingern gewinnst. So, wenn wir beim Thema Standort sind, schon so als Tipp, die Dinger haben hier alle so einen Stecker dran, und da würde ich jetzt nicht die letzte Dreifachverteilersteckdose von drin nehmen, um die anzustecken, sondern wirklich eine wasserfeste Steckdose nehmen, dass wenn das Ding mal über Nacht läuft oder auch tagsüber mal ein Regenschauer kommt, dass der nicht den Garten unter Strom setzt und die Sicherung wieder rauspeitscht oder vielleicht sogar noch jemand verletzt wird. Von daher wasserfeste Steckdose würde ich empfehlen. So, und hier drin haben wir so Pellets. Ja, und da ist mal so die große Frage, was für Pellets kann man denn nehmen? Also die beste Wahl sind immer die Pellets vom Hersteller. Nur ist es manchmal so, dass man die nicht immer hat, sondern dass man ja dann irgendwie auf welcher vom Online-Shopping oder die der Grillhändler gerade da zurückgreift. Funktioniert in 95% der Fälle auch. Oftmals werde ich gefragt, was ist denn mit normalen Pellets aus dem Baumarkt, die man in Heizung nimmt? Da weiß ich gar nicht, wie ich euch das erklären soll. Also ich möchte jetzt niemanden raten, Pellets aus dem Baumarkt dafür zu nehmen. Ich persönlich habe das aber schon mal ausprobiert und habe Hartholz-Pellets genommen, die da normal zu kaufen waren, und habe die in just jenes Gerät eingefüllt und habe die durchziehen lassen. Und was soll ich euch sagen, das hat auch geschmeckt. Jetzt wird dann oftmals vorgeworfen, nein, da wird doch Altholz verwendet und mit Rinde und mit, keine Ahnung, noch bunte Lattenzäune mit drin geschmissen. Und das ist natürlich Quatsch, weil Altholzentsorgung darf natürlich in einem Pelletwerk gar nicht passieren. Das ist in Deutschland ja nicht zulässig, dass man, also entweder man ist ein Entsorger oder man stellt Brennstoffe her. Also eine Mischung daraus gibt es nicht. Und wenn man sich so eine Pelletpresse mal anguckt, die kostet richtig, richtig, richtig Asche. Und da willst du auch keine Nägel und keine Lackreste drin haben, sondern da brauchst du halt gutes Holz. Und deshalb ist es in den allermeisten Fällen auch so, dass die Hartholz-Briketts, die man im Baumarkt bekommt, dass die sehr, sehr sortenrein sind. Das so mal als Überlegung dazu. Wie gesagt, probiert das mal aus. Ich habe das ausprobiert.
ich habe da überhaupt nichts bei gefunden. Und der Aufschrei, wenn man sowas sagt, der ist ja immer riesengroß. Aber ganz ehrlich, wenn ich so im Smoker normales Holz irgendwie durchziehe, da packe ich auch eine Birke rein, da packe ich eine Erle rein, da packe ich eine Buche rein, da packe ich eine Eiche mal mit drin, das ist dazu. Und wenn da ein Borkenkäfer dabei ist, ein Stück Borke dabei ist, ist auch noch keiner gestorben. Das ist ja auch noch nie jemand auf die Idee gekommen zu gucken, ist denn, wie sortenrein ist denn Grillholz, was passiert damit. Also da kann man auch mal ein bisschen so den Gang zurückschrauben, da sind mit Sicherheit keine Spanplatten drin, da muss man keine Sorgen drum machen, das würde man auch sehr schnell riechen. Also wenn man da ein bisschen sparen will und sich da traut, kann man durchaus auch mal die Pellets aus dem Baumarkt versuchen. Wobei die Garantie der Hersteller, das muss ich gleich dazu sagen, immer nur die eigenen Pellets abdeckt. Also wenn da jetzt irgendwelche anderen Pellets drin schmeißt, die dann nicht drin zu suchen haben und die quellen auf, die verstopfen die Schnecke oder, dann machst du das immer auf eigenes Risiko. Das möchte ich okay, ganz deutlich mit dazu sagen. So, die Pellets, die man hier drin hat, wir haben ein bisschen die Bauarbeiter da, aber ihr werdet wahrscheinlich trotzdem sehr verstehen. Guck mal, die Dinger hier, die würde ich nach dem Grillen, außer ich will die nächsten Tage wieder gleich rangehen, würde ich die immer rausnehmen. Wenn du die jetzt über Wochen und Monate drin lässt, dann besteht immer die Gefahr, dass die Feuchtigkeit ziehen und dann verdoppeln die sich von der Größe und werden richtig matschig. Und wenn die dann trocken werden, sind die wie Beton. Und wenn dir das unten in der Schnecke passiert, dann ist vorbei. Dann kannst du das Ding immer komplett auseinanderbauen und brauchst ganz viel Glück, dass das alles noch funktioniert. Also ich würde die immer, wenn ich sie für längere Zeit zur Seite stelle, Pellets raus und noch gucken, dass in der Schnecke nichts drin ist. Gerade weil man den jetzt einwintert, ja, die Leute, die machen sowas, einwintert oder längere Zeit nicht da ist, dass man den immer sauber macht. Beim Ausmachen ist auch mal zu beachten, wenn du ausmachst, zieh ihn nicht einfach vom Netzstecker, sondern schalte ihn aus und lass den normalen Shutdown-Cycle leistet durchfahren. Dann sorgt er dafür, dass der Rest im Topf verbrennt und du keinen Rückbrand durch die Schnecke in deinen Pelletbehälter bekommst. Und auch da ist wieder, je hochwertiger die Geräte, je genauer die konstruiert sind, umso weniger ist die Gefahr für einen Rückbrand. Außer von den Geräten, die ich ganz früher mal gab. Da sind die regelmäßig durchgebrannt. Heute bei modernen Geräten passiert das kaum noch. Wenn es doch passiert, ja, dann ist halt Essig und das kann bis zur Zerstörung des Gerätes führen. Ansonsten, wenn du so einen kleinen Rückbrand hast, kann ich dir bloß sagen, mach den Smoker an. Wenn du es noch mitkriegst, mach den Smoker an. Lass ihn laufen, mach so viel Pellet, wie du hier rankommst. Hier oben hast du so eine Schraube. Löse die, mach die mit der Schippe raus, nicht mit der Hand. Da unten ist eine Stecke dran. So viel raus und lassen in die Richtung leer brennen. Also Temperatur hochstellen und dann wirklich leer fördern lassen. Das ist die einzige Chance, die du dann hast. Natürlich auch nur, wenn du daneben stehst. Sollte man einen Smoker ausbrennen oder einbrennen oder so? Hat man ja mit anderen Geräten. Wenn du neu hast, ja, auf alle Fälle. Immer richtig hochheizen, wirklich bis er nicht mehr der Kunststoff stinkt. Das macht tatsächlich Sinn. Und ausbrennen, wenn man letztendlich so viel Fett oder sonst irgendwelche Sachen auf dem Smoker hat? Sehr gute Frage, zeig dir gleich. Kannst du dir nämlich alles sparen. Das ist nämlich einer dieser Tricks, die man macht. Wir greifen mal hier rein. Und zwar guck mal hier runter. Siehst du das hier? Und normalerweise sagt man bei so Gasgrills also nicht mit Alufolie auskleiden. Außer Pelletsmoker. Pelletsmoker bin ich großer Freund davon, hier diese ganzen Fettrutschen. Alle zu verkleiden mit Alufolie. Auch die Seiten hier. Die ist hier, sieht sie, die ist jetzt schon 3-4 Tage alt. Und die ist jetzt unten drunter quasi neu. Und dann läuft das nicht ganz so gut ab, aber du kriegst die Dinge halt vernünftig gereinigt. Weil wenn du nachher da drin so ein riesen Fett- und Rauchschmolz drauf hast, wirklich, da putzt dich wirklich weich mit. Und so kannst du immer schön mit Alufolie machen. Was du auch jedes Mal oder jedes zweite Mal machen solltest, ist unten Asche aussaugen. Außer bei Bräuking, da hast du unten diesen Aschebehälter. Das spart dir richtig Arbeit. Bei Traeger zum Beispiel oder bei den Weber Smokefeiern und. Da bist du wirklich gut geraten, die wirklich immer auseinanderzubauen und immer wirklich die Asche rauszusaugen. Beim Bräuking würde ich sagen, so jedes fünfte, sechste Mal, weil sich doch mal so ein bisschen rechts und links neben dem Aschetopf landet. Dann hast du immer so Thermometer bei. Ich würde immer tatsächlich die vom Grill benutzen. Gerade wenn der eine Wi-Fi oder eine Bluetooth-Steuerung hat, der Grill, dann passt das eine mit dem anderen. Also macht jetzt wenig Sinn, wenn man jetzt hier so einen Grill hat, wo die Thermometer alle bei sind, dann mit Mieter oder Inkbirds oder irgendwelchen Quatsch da rumzuspielen. Das ist alle doppelt gemoppelt und du hast dann noch eine App und noch eine App offen. Von daher haltet kurz und schmutzig, so ähnlich wie meine Hände, gerade an der Stelle. Wenn wir uns jetzt hier mal weiter gucken, sehe ich ganz oft die Frage, was ist denn mit der Abluftöffnung? Das ist die hier. Und viele fragen mich, ist die immer zu bei dir, weil die sieht so komisch aus. Die ist bei mir immer offen, weil ich habe hier die alte Abluftöffnung noch von dem, das ist ein Prototyp. Also das ist einer der ersten, die nach Deutschland kam. Das ist ein Prototyp, der neue Deckel sieht ein bisschen anders aus.
Und beim Pellet Smoker Abluft immer volle Pulle offen. Also du musst da nichts drin halten oder hier steuern, regeln. Mach die Abluft auf. Die ganze Steuerung, die Regelung nimmt dir alle zu 100% die Elektronik ab. Ja, dann noch ein Thema, und zwar, wann kommt das Fleisch auf den Grill? Und ich würde den Pelletgrill immer vorheizen, einfach aus den Gründen, die ich vorher schon gezeigt habe, dass zum Anfang sehr, sehr viel Rauch und sehr viel Quarz ist. Also ich würde ihn erstmal auf die Temperatur, die ich jetzt für die Richter haben möchte, also haben wir schon gelernt, idealerweise 20% mehr, beziehungsweise 20 Grad mehr als normal. Und erst wenn der Grill die Temperatur erreicht hat, dann den Deckel aufmachen und weiter grillen lassen. Deckel aufmachen, zumachen ist bei so einem Pelletgrill immer so ein bisschen Drama, weil natürlich die Temperatursensoren jedes Mal anspringen und der fängt jedes Mal an zu regeln und zu machen und zu tun. Deshalb Pelletgrill so lange wie möglich den Deckel geschlossen haben. If you are looking, you're not cooking, sagt man so schön. Also wenn du den Deckel aufhast, grillst du halt nicht. Und mach dir noch schlimmer als bei einem Stickburner, mach dir das noch viel mehr Kummer, wenn du ständig reinguckst. Also lass den Deckel zu und hab ein bisschen Vertrauen in den Grill, der wird das schon für dich regeln. Ja, die Frage zu der Menge der Pellets, die kann ich nicht allgemeingültig beantworten. Also da muss jeder seinen Grill so ein bisschen kennenlernen. Meistens ist eine Bedienungsanleitung dabei, aber auch da ist wieder Grills, die so was wie jetzt hier so einen isolierten Deckel haben, die verbrauchen in aller Regel viel weniger als ja, so China-Büchsen, die nur aus Dünnblech bestehen, wo jeder Regenschauer, wo jeder Tropfen, wo jeder Windzug irgendwo die Temperatur runterbringt. Größere, stabile, isolierte Smoker verbrauchen weniger, andere mehr. Man sollte aber immer bei den allermeisten Geräten schafft man es tatsächlich eine Nacht über, also um die 8 Stunden mit einem kompletten Pellet-Tank hinzubekommen. Das gibt jetzt bei Aldi ab und welche, wenn da die Temperatur ein bisschen höher ist, dann kommen die nicht ganz mit hin. Ja, jetzt sind dann aber so den Preis, den man dann für ein Schnäppchen zahlt. Ne? Das ist dann nie alle Tüte beisammen, weil das ist wie bei einem Gasgrill. Man kann nicht bei einem Pelletgrill wirklich für 150 Euro das selber erwarten, wie ein 2000 Euro Pelletgrill kostet. Das wäre ja bescheuert und dann wäre der 2000 Euro Grill ja auch irgendwo Betrug. Ne? Ganz wichtig ist noch der Standort, wenn er da guckt, dass das Ding halbwegs waagerecht steht. Ja, weil wenn die Dinger schräg stehen, dann hast du mit der Pelletschnecke manchmal Kummer, manchmal Theater. Also wirklich gucken, dass das Ding in der Waage steht. So, jetzt denke ich, habe ich mal so die ganz wichtigen Punkte zum Thema Pellet-Smoker-Bedienung für euch, wo man Fehler machen kann, die man auch vermeiden kann. Vielleicht ihr noch einen Tipp, der euch weiterhilft. In diesem Video dazu gehabt, wenn ihr natürlich jetzt aber noch Fragen habt zum Thema Pellet-Smoker, dann knallt die einfach neben die anderen wohlwollenden Kommentare hier unten in die Kommentarfunktion. Und ich würde so ja versprechen, wenn da genug Fragen zusammenkommen, noch ein zweites Video zu dem Thema zu drehen. Weil wichtig ist, wenn man so Dinge hat, dass man den wirklich effektiv nutzt. Mir war eine große Freude mit euch. Ihr hört schon wieder, die Baustelle geht weiter. Von daher, bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.